Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar spielen wir ja im Karrieremodus und wir sind hier in der ersten Woche. Unser erstes Turnier, The Amateur Championship auf dem Old Course at St. Andrews Links. Und das Ganze ist ja in Schottland. Und St. Andrews ist ein Klassiker. The Old Course ist eben Tradition und den muss man gespielt haben. So, wir schauen mal rein. Wir wollen nämlich in die zweite Runde starten. Wir haben es ja eingestellt, dass wir immer vier Runden spielen, also richtig klassisch über die volle Distanz sozusagen. Und der erste Tag ist sehr, sehr gut für uns verlaufen. 9 unter Par und wir haben 6 Schläge Vorsprung auf den zweiten hier auf Hallett und Stanton. Und wir legen gleich wieder los und steigen ein in den zweiten Tag und dann bin ich mal gespannt. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze hier verhält. So, Outfit müssen wir natürlich, ups, das war schon Runde 2 Outfit. So, und zack. Und dann legen wir einfach mal los. 18 Bahnen. Okay, das passt soweit. Wir starten und ich bin mal gespannt, wie sich der heutige Tag hier darstellen wird in St. Andrews. EA Sports, in conjunction with the RNA, so proud to spotlight golf's best amateur talent from around the globe. Today, we bring you coverage of the second round. Things starting to slowly take shape here on this Friday. For some, it is a race for the top prize. For others, it's a fight to stick around for the weekend as we show you the leaderboard. Our leader on this Friday is our featured golfer. He's got a sizable advantage here as he looks to increase it further. So, wie ich vermutet hatte, erster Spieltag, sind wir morgens rausgegangen, um 8.30 Uhr war es, glaube ich. Und der zweite Spieltag, man sieht es jetzt auch an der Sonne, wir gehen nachmittags raus. So gehört sich das, einmal morgens, einmal nachmittags, an den zwei Runden. Okay, wir schauen uns mal die Sache an mit dem Wind. Okay, der Wind ist ungefähr so wie gestern, aber natürlich eine andere Windrichtung. Und die Tribünen sind voll und alle erwarten unseren Abschlag. Aber wir werden auch diesmal wieder uns ein bisschen zurückhalten, denn wir wissen ja, der Ball wird hier wirklich gut rollen. Und deswegen legen wir ihn einfach erstmal vor mit dem Hybrid 3. Ich wünsche uns allen ein schönes und heute auch wieder ein erfolgreiches Spiel. So, das ist solide Mitte Fairway und jetzt haben wir noch 60, 70 Yards bis zum Stock 69. So, und den ersten Tagesquest, Daily Quest haben wir erfüllt, nämlich ein Fairway getroffen. Das ist doch schön. So, 60er Wedge. Wie gesagt, wir gehen lieber ein bisschen hinter den Stock. Haben etwas Wind von rechts. Okay. Auf keinen Fall zu kurz. Wir wollen nicht im Wasser landen. So, und er bleibt sofort liegen. Das ist gut. Ja, held that nicely. That worked out just fine. This from about 10 feet. So, ganz so easy wird der Putt nicht. Es geht leicht bergab. Wir hatten hier die 10. Yep, es geht leicht bergab. Und das heißt, wir bleiben ein bisschen mehr in der Innenkurve, denn der Ball wird ja beschleunigen. So. Good putt. It's a birdie here at one. And coming off the 63 yesterday, he'll move to 1 under for his round today.
So, das Ganze bringt natürlich gleich mal wieder Selbstvertrauen. Wir können also an die Leistung des Vortages anknüpfen, das ist gut. In the second hole, especially with the prevailing breeze and today's modern equipment, the odd player has actually driven this green, but you really see the tone of the golf course. The middle of the golf course is protected. There's a series of bunkers down there, but the left is always the safe side of the golf course. It's the best line to play your second shot from on the whole golf course is always the right side. And we see that here at the second. Also tendenziell müssen wir natürlich eigentlich über die rechte Seite kommen. Der Wind kommt von rechts und mit einem leichten Draw können wir hier natürlich dann arbeiten. Ich muss nochmal schauen. Es hat keine Bunker auf der rechten Seite und links ist eigentlich auch erst da vorne am Grün ein Bunker. Also können wir uns das, denke ich, erlauben bei 407 Yards. Ja, dann kommen wir wenigstens hoffentlich auch ordentlich ran. So, wir unterstützen das Ganze mit einem leichten Draw und bringen den Ball ins Spiel. Sonst bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, aber bleibt er auf dem Fairway. So, den Hang wird er nicht mehr schaffen, oder? Okay, 86 Yards. Das wird auch wieder ein Wedge sein. So, after the fortunate kick, his second to the par 4. So, wir bleiben diesmal wieder schön rechts vom Stock. So. Ja, das Grün ist groß genug. Man sieht es hier übrigens jetzt auch wieder, dieses Doppelgrün. Da links oben sehen wir die Flagge, die Fahne. Ich weiß dann gar nicht, das müsste die 16 eigentlich sein. Deswegen hier auch diese unendlich großen Grüns. Ja, ein bisschen zu wenig. Okay. Ja, rollt noch ein bisschen zum Stock hin. Das ist gut. Sehr schön. Dann liegt er in der Kuhle. Und dann denke ich, hoffentlich haben wir einen schön geraden Putt. Safely on the green and a birdie chance. We turn to Nota Begay the third for this look at birdie. Also wir schauen nochmal, bergab. I don't think he needs to give away the hole. This is pretty straight on. Ja, also im Prinzip müssen wir Loch Mitte starten. Und 16 war es, glaube ich. So, immer safe. Wir sollten hier keinen Schlag leichtfertig vergeben. Ja, aber der müsste eigentlich ein bisschen von links reinfallen. So, und jetzt wieder ein bisschen rüber. Sehr schön. Can't ask for better starts to a round than this. It is back-to-back birdies at 1 and 2. And he's in the double figures now at 10 under par, 2 under on his round. At the third hole now, Frank, it looks relatively easy, but you know there's some danger lurking somewhere out there on the old course. There is. There's the pot bunkers down the right side. This is a tee where really you want to have an idea where that wind is coming from. If it's into your face, you might want to be a little cautious and go towards the middle of the golf course. But if it's behind you, well, then it's worth challenging that right side. So, heute ist ja der Cut angesagt. Im Moment liegen wir sehr gut. Wir schauen nochmal hier auf das Leaderboard. Die Jungs können anscheinend nicht mit uns Schritt halten. Wir haben mittlerweile also hier satte 8 Schläge Vorsprung. Das ist gut, denn wie gesagt, heute geht es um den Cut. Und da oben rechts oben steht es auch Projected Cut Line plus 6. Also da sind wir weit, weit davon entfernt und sollten auch hoffentlich auf jeden Fall den Cut schaffen. Und wenn wir den Cut geschafft haben, dann müssten wir auch, und das seht ihr auf der linken Seite, Finish Top 80 or Better, dann werden wir auch unter den Top 80 sein. Denn wie gesagt, der Cut 120 Starter, dann werden wir so irgendwo bei 60 liegen. Jo, das kurz nochmal dazu. Heute ist der Vorteil, dass die Pin-Position ganz rechts ist. Ist insofern halt ein Vorteil, dass der Pot-Bunker auf der linken Seite, dieser große, für uns eigentlich nicht ins Spiel kommt. Aber wir haben es schon auch am gestrigen Tag erlebt. Wir werden hier mit dem Hybrid einfach hier reinlegen. Der Wind kommt deutlich von rechts und deswegen werden wir hier so auf diesen Hang hier zuhalten. Und dann haben wir wieder, ja, 150, nein, noch nicht mal 100, wieder eine 100-Yards-Entfernung. Zum Grün.
So, da wird er noch drüber laufen. Genau. Ja, ist okay, jetzt bleibt er hoffentlich in diesem flachen Stück liegen. Das ist gut. 68 Yards wieder. Little bit of an awkward distance for this, his second. So, das 60er Wedge. Wir sehen, dass es da wieder ein kleines Plateau um den Stock herum gibt. Ja. Der Wind drückt dagegen. Naja, gut, also wir dürfen heute auch mal ein bisschen was riskieren. Wir liegen gut. Ja, geht nach innen, das passt. Und er wird runterrollen. Ja, ja, okay. Okay, on the putting surface, but work to do from there. Ja, es ist mir lieber, dass er da ein bisschen runterrollt, als dass er da rechts wegrollt in Semi. Just slightly uphill, looks almost dead straight. So, ja, das geht bergauf. Und wir hatten 28. Ja, und okay. Bergauf müssen wir ja immer ein bisschen Gas geben und dann nimmt er das Break eben nicht so an. Man sieht es auch in der geraden Linie. Okay. 28, trotzdem noch ein bisschen raus. Ja, kommt ein bisschen knapp. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he gets it to 12 under par. Ja, so einen Start hatten wir auch am ersten Tag. Gleich mal mit drei Birdies losgelegt. Gleich mal das Feld auf Distanz halten. So, jetzt muss man allerdings sagen, jetzt wird es natürlich langsam schwieriger. Wir sehen es auch, die Hügel werden etwas größer oder höher. Wir haben mehr Pottbunker und natürlich jetzt auch teilweise höheres Gras, richtiges Rough. Das war, glaube ich, diese Bahn, wo wir ja eine relativ schmale Landezone hatten. So, diesmal geht der Wind in diese Richtung. Sehr schön, das hilft uns eigentlich hier mit dem Driver. Und da vorne hat es keine Bunker, so wie ich das sehe. Also wenn wir hier reinkommen, dann rollt das schön vor. Das sollte doch passen. Und das Ganze werden wir natürlich wieder unterstützen mit einem Draw. So, ein bisschen aber doch mehr links rüber, falls er uns abhaut. Sehr gut, das passt. Wieder gut in die Welle rein. So, sehr gut. Ja, wir haben viel, viel Grün zum Anspielen. So, er möchte ein Eisen 8. Ein Eisen 8. Da müssen wir das kurz spielen. Wenn wir das 9er nehmen, müssten wir es lang spielen. Stopp. Das Zwischenrein des Eisen 8 wäre mir fast lieber. So, wir bleiben aber mehr hier auf der rechten Seite, dass wir dann auf jeden Fall rechts zum Stock liegen kommen, damit er definitiv, und das ist nämlich die Gefahr, hier auf der linken Seite sind diese zwei Pottbunker. Und wenn der hier natürlich da, dann kann er durchrollen und liegt im Pottbunker. Und aller liebe Freunde, ich möchte eigentlich nicht zeigen, wie man hier rausspielt. Das muss nicht sein. Auf der anderen Seite müssen wir den eigentlich auch nicht wirklich bis da hinten reinspielen. Nee, nee, so machen wir das. So, auch hier wieder einen leichten Draw. Ja, geht Richtung Fahne, aber wird ja hoffentlich liegen bleiben. Das Eisen 9 sollte nicht weit rollen. Sehr schön. It's a solid shot in green in regulation, but a little away from the bank. Now this for birdie.
in this coming just slightly back up the hill. But the thing he's got to watch out for, it's definitely going to move to his right. Ja, das sind alles Distanzen, die man normalerweise keine drei Putts spielt. Und insofern kann man hier auch etwas entspannt sein. Aber wir wollen natürlich die Sache ernst nehmen. Das geht dann am letzten Teil wieder runter. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Ja, 27 und es geht erst hoch und dann runter. Da ist ein Rücken. Okay. Deswegen. Und erst geht's hoch und dann den Rücken runter. Ja, dann nimmt er Fahrt auf. Okay. Dann nimmt er Fahrt auf. Und dann jetzt wieder ein bisschen links. Ja, der wird vorbeigehen. Ja, ganz knapp. Ja, ein bisschen mehr links. Aber wie gesagt, wir wollen uns da nicht beschweren. Das sind dann schöne... Ja, schön gespielte Pärchen. Fairway, Green Regulation. Zwei Putts und der zweite, ein easy Pärchen. Sehr schön. Look to make the move in a major championship. How does this fifth hole par five measure up, Frank? Well, if you can avoid the bunkers, they're actually left and right, but especially that little group of three bunkers, then it sets up well. It'll be a blind second shot, but you try and guide your second shot between the two bunkers on the hill in front of you, which are called the spectacles. Da war die Fahne letztes Mal auf der linken Seite gesteckt. Jetzt steckt sie auf der rechten Seite. Wir müssen uns wieder Gedanken machen, weil hier hat es wieder... Es sind ein paar 5. Wir können uns natürlich ein bisschen auf den dritten Schlag dann hoffentlich verlassen, dass wir den dicht an den Stock kriegen, um uns eine Birdie-Chance zu erarbeiten. Wir müssen nicht mit Brachialgewalt hier... Weil hier hat es die Topfbunker. Das sieht ganz übel aus, wenn wir da drin landen. So. Und wie gesagt, er wird ja sowieso rollen wie wild. Ja, und wenn er durchrollt bis da hinten an den Hang, dann haben wir nämlich auch ein kleines Problem. So. Das ist irgendwie ein süßes Hölzchen, beziehungsweise ein Hybrid. Ja, tiet ein bisschen hoch auf, aber nun gut. So, wir haben 72 Fuß höchster Punkt gehabt, 228 Yards im Flug, also Carry. Und jetzt schauen wir mal, wie weit er gerollt ist. Ja, satt 281, also das sind über 50 Yards, die er da rollt. Das ist ordentlich und er bietet hier meinen Caddy, wenn ich das richtig sehe, bietet mir hier tatsächlich einen Schlag mit dem Hybrid an, dass wir das Grün angreifen sollen. So, ich sehe gerade, wir gehen mal zwei Schläger zurück. Ja, hier ist natürlich ein Mordsloch, das ist richtig. Also wenn man hier ins Loch reinkommt, dann wird er nicht hochrollen. Das ist absolut richtig, aber wir haben auch gerade gesehen, wie er mit dem Hybrid durchrollt. Den werden wir nicht zum Liegen kriegen. Ja, man könnte ihn natürlich einfach hier reinrollen lassen, dass er in die Kuhle reinrennt und dann hochpitchen. Ansonsten legt man eigentlich hier deutlich vorher ab, aber da haben wir wieder die Potbunker. Die Gefahr besteht also, dass wir in den Potbunkern landen. Okay. So, da links ist auch ein Potbunker. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall hier auf der rechten Seite. Und schauen mal, wie weit wir hier kommen mit dem Eisen 4. Wenn wir hier rechte Grünseite anvisieren und das Ganze mit Hilfe von einem Draw noch ein bisschen unterstützen. So, wird er in den Hang springen und dann hoch. Ah, fantastisch. Sehr gut, sehr, sehr gut. I like it. I like it a lot. He'll love it if he can get out of here with a three, and that's a possibility.
So, jetzt hat letztens einer in die Kommentare geschrieben, was denn Under Green in Regulation, und dann habe ich eben geschrieben, ich kenne nur den Begriff Green Under Regulation, und das müsste jetzt sowas gewesen sein eigentlich, denn Green in Regulation wäre jetzt hier mit dem dritten gewesen, und Under Green in Regulation bzw. Green Under Regulation, das muss eigentlich dann sein hier bei einem Par 5 mit dem zweiten auf dem Grün oder eben im Prinzip bei einem Drivable Par 4, dass man natürlich gleich mit dem Abschlag aufs Grün kommt, und dann sind wir praktisch einen Schlag unter Green in Regulation. Deswegen haben wir jetzt auch im Prinzip drei Putts, um hier noch das Paar zu spielen und nicht zwei. Und deswegen natürlich jetzt auch wieder eine Eagle-Chance, wie schon am ersten Spieltag. Allerdings war das auf den Back 9. Gut, 43. Jetzt habe ich wieder mal zu viel gequatscht. Wir müssen berghoch spielen. Berghoch. Das heißt, dann können wir ihm eigentlich gut dann auch ein bisschen was mitgeben. 43. Wir visieren das Ganze wieder an. Ja, das heißt, dann wird er eigentlich nicht so stark breaken. 43, darauf verlassen wir uns jetzt einfach. So. Gehen noch ein bisschen kürzer. Dann können wir hier ein bisschen mehr ausholen. Das könnte etwas zu wenig gewesen sein, oder? Ja, der rollt vorbei. Schade. Oh, wonderful effort right there. That was tracking much of the way. And it'll leave a short one for birdie. Ja, da haben wir ein bisschen doch zu nah rangeholt, den Marker. Okay, aber nichtsdestoweniger wieder, also Augenblick. Ja, wieder ein birdie. It's a birdie at the fifth. And he'll move to 13 under par for the tournament. Here we are now at the 374-yard par 4 sixth. It's a blind tee shot over a mound. The key here, avoiding the coffin bunkers on the left and a series of bunkers on the right. Ja, auch diese Spielbahn kennen wir jetzt mittlerweile gut. Auch hier ganz, ganz gefährlich natürlich die False Front vor dem Stock. Das ist so ein klassisches hinter den Stock spielen und mit Backspin den Ball zur Fahne ziehen. So, Blind T-Shot. Das hatten wir schon das andere Mal. So, jetzt gucken wir mal. Also ich würde hier auch wieder versuchen. Wobei, es ist ja so, dass wir hier keine Bunker haben vor dem Grün. Na, ach, jetzt mache ich hier. So, hier. So, wir haben hier keine Bunker vor dem Grün, aber trotzdem besteht eben die Gefahr, dass der Ball weiß Gott wo wieder hinrollt. Wir lassen es so mit dem Holz 3 und lassen diesmal den Wind arbeiten, ohne dass wir den Ball shapen. So, aber nicht low, sondern straight. Yep, das ist auch wieder Bingo, das passt. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. So, bis jetzt macht uns die KI keinen Strich durch die Rechnung, so wie es sieht, wie es aussieht. Und wir haben wieder mal das 60er Wedge. Das wird jetzt sozusagen zum Standardschläger ein bisschen hier auf diesem Kurs. Aber wir sehen es. Er möchte hier. So. Okay, dann versuchen wir das mal so. Das ist direkt auf den Stock. Zieht er ein bisschen? Na, bleibt liegen. Okay. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. This one measures out to 15 feet. So, wir sind schon ein bisschen gewohnt. Es geht wieder bergauf. Er visiert mit 22 ganz rechts die Lochkante an. Mit 22. So, vorhin waren wir, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Wir sind unter dem Loch durchgerollt. Jetzt versuchen wir es mal wieder so. Ah, doch ein bisschen. Oh,
Yeah, well done. It's back-to-back birdies here on this front side. And he's got it to 14 under par. Over the ball here at the seventh. And Frank, if you had to script a game plan here, what would it look like? You could drive this pretty close to the green. This is a green that's shared with the 11th, the par three. And so you won't see that tee shot finish, but you can actually drive very, very close to a bunker called the shell, which is the one that protects the par 3 11th. So das Spannende ist hier, dass hier teilweise die Bunker auch Namen haben. Und es gibt auch berühmte Bunker, wo hier schon der ein oder andere drin lag, wie zum Beispiel Bobby Jones. Spieler, die dann mehrere Schläge gebraucht haben, um aus diesen Bunkern wieder herauszukommen. So, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Da drüben ist die Fahne. Ja, aber das ist alles hier, wie gesagt, sehr gefährlich. Und da drüben ist die Fahne. Ja, da vor uns ist auch noch eine Fahne, aber die ist für eine andere Spielbahn. So, ja, jetzt kann man theoretisch auch hier rüber spielen. Oh, das sollte man natürlich gar nicht machen. Hier auf das Grün spielen und von hier aus mit einem Wedge schlagen. Da kriegen wir Ärger mit den Greenkeepern. Also besser wäre es hier in die rechte Seite und dann mit dem Fade nach links. Aber nicht mit dem Holz, mit dem Hybrid. Wir hoffen, wir machen das hier und hoffen, dass er dann hier rüber rollt. Dass das wieder passt. So. Okay, aber was wir mal machen können, ist ihm ein bisschen den Ball flacher, damit er dann vielleicht auch ein bisschen mehr rollt. Ja, komm hoch, spring rüber. Und das war wieder mal Präzisionsarbeit. So, wir haben 128 Yards. Das ist jetzt, keine Ahnung, ein Wedge, ein Pitching Wedge. A good break got him here. Now his second to the par four. Wie immer kommt der Wind von rechts und 5 Miles, das ist schon bemerkbar. Wir merken schon, dass der Ball schon einiges immer nach links rüberfliegt. Ja, ein bisschen mehr nach hinten. So. Ja, und er zieht schon wieder zum Stock hin. Und rollt sehr schön. Well, I don't have my tape measure out, but that looks like, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. Chance now for another birdie. Ja, for another birdie. Ja, natürlich. So, das ist jetzt eigentlich fast das Einfachste, wenn man das so sieht. Das müssten wir eigentlich noch nicht mal überhaupt irgendwas tun, so wie das aussieht. Ich werde aber trotzdem ein bisschen rechte Lochkante. Ja, ein bisschen ist er doch rüber. Yes, runs that one right in. It's a birdie here at the seventh. He moves to 15 under. Par 3 8th hole here at the Open Championship. And Frank, why is it so difficult to get the ball close here? Well, there's the bunker on the left side. There's a little bit of a downslope there. This is the first par three that you'll play. And it's just tough to judge that distance perception. You've really got to be accurate on your yardage here. Ja, ihr merkt es schon. Ich spiele ein bisschen defensiv und versuche eben die Risiken hier aus dem Weg zu gehen. Das sind immer diese Pottbunker, diese Pottbunker. Und ich gehe natürlich jetzt auch nicht immer straight oder ähnliches, sondern wie gesagt, ich versuche immer ein bisschen zu gucken, dass wir safe auf dem Grün liegen und dann vertrauen wir ein bisschen auf unsere Putts, denn mit einer Zwei-Putt-Strategie werden wir hier auf jeden Fall ohne Bogey vom Feld gehen und die zweiten 9 sind auf jeden Fall auch etwas schwieriger, anspruchsvoller als die ersten 9. Also, wie gesagt, auch hier haben wir diesen Pottbunker, den wollen wir definitiv nicht, dem wollen wir überhaupt nicht in die Nähe kommen. Deswegen Eisen 7, das wird ein bisschen ausrollen, aber wir haben den Wind. Das heißt, wenn wir dem dann noch ein bisschen den Fade mitgeben und den etwas höher anspielen,
geben ihm ein bisschen Fade mit und etwas höher anspielen, damit er liegen bleibt. So ein bisschen überschwungen. Aber damit okay, können wir sehr, sehr gut leben. Chances there. A good, safe play in the middle portion of the green. Ja, manchmal muss man einfach Mitte grün anvisieren. Und dann hat man auch ein gutes Ergebnis oder ein sicheres Ergebnis. Und dann passt das auch. So, der Putt ist jetzt natürlich wieder ein bisschen anspruchsvoll. Aber nun gut, sei es drum. Ist ja schließlich kein Ponyhof hier. So, 13. Ja, ja, der bricht schon ganz schön. So, da ist jetzt wieder die Frage. Gehen wir mehr nach innen und geben ihm mehr oder gehen wir mehr nach außen und geben ihm weniger? So. Ich würde fast sagen, wir geben ihm etwas weniger, weil er wird sowieso gleich brechen. Und dann etwas von außen. Just gonna sneak on by. Need a little bit more pace and a little more bar. Naja, gut, also ich meine, er kann eigentlich wirklich sehr mit sich zufrieden sein. Und es kann halt nicht jeder Putt fallen, ne? So, jetzt wie gesagt, das verstehe ich als nicht so richtig, wie hier das Ding hier. Naja, okay, also ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn wir genug Schmackes drauf okay, haben, dass er straight ins Loch fällt. Here at the eighth. And that's gonna keep this large lead right where it is. Ja, es sieht so aus, als wenn das Feld gar keinen Anschluss mehr halten kann. Ja, die Fahne steckt ganz, ganz links. Ja, da muss man eigentlich zwischen den Putt-Bunkern durchspielen. Und dann muss man gucken, dass eigentlich der Ball irgendwie nach links rüber rollt, um diesen Putt-Bunker da vorne. Vor dem Grün ist dieser kleine Putt-Bunker noch, der ist natürlich auch noch gefährlich. Und ist praktisch ja genau in der Ziellinie, direkt, wenn man auf die Fahne direkt zuspielt. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, der Wind kommt halt eben von der anderen Seite. Der hilft uns jetzt nicht ins Grün reinzukommen. Also natürlich, er arbeitet ein bisschen gegen uns. So, was ich mal ganz kurz nochmal schauen wollte, ist auf das Leaderboard, denn es ist natürlich schon klar, wir sind hier mit einem Tagesergebnis nach 8 Bahnen 6 unter und mit 15 total 13 Schläge vor, ja, dem Kollegen aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich. Und ja, wir sehen dann schon, dass die KI also sehr, sehr großzügig mit uns umgeht und das Feld hier auf keinen Fall Druck aufbaut. Naja, okay, sei es drum, wir spielen ja auch ein bisschen für uns und wir spielen ja Golf auch in erster Linie gegen uns selber. Und das heißt, wir wollen immer ein bisschen besser sein als das letzte Mal. Okay, so, jetzt überlegen wir uns nochmal, wie wir das Ganze hier angehen mit dem Drive. Könnte gefährlich sein. Ich muss mir das hier nochmal anschauen, die ganze Bahn. Hier rechts hat es die Bunker. Hier rechts hat es die Bunker. 202, 333 Yards dann bis zum Stock. Das sind dann wieder 130. Das wäre auch wieder ein Pitching Wedge. Also was braucht es mehr? Mitte grün und dann aufs Pärchen gehen oder hoffen. Was heißt hoffen? Einfach auf den heiß gelaufenen Putter vertrauen. So sieht es nämlich aus und so hoffe ich dann, dass wir auf keinen Fall in irgendeinem Putt-Bunker landen. So. Okay. Ich kann mich nämlich erinnern, dass nach der ersten Runde hier, glaub mir, dem Holz 3. Not a terribly long hole, so precision off the tee is the key and the iron is the right call there. Ja, danke, danke. The right call, ja. Second shot forthcoming from the left side of this fairway. So, und wieder ein Tagesquest erfüllt. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte auf was hinaus. Ah ja, beim letzten Mal ist nämlich der Ball hier extrem weit gerollt und das, auch diese Erfahrungen sollten wir immer mitnehmen in die nächsten Runden.
Okay, 54er Wedge, ein bisschen länger, 54er. Ja gut, er wird sowieso dann ein bisschen ins Grün reinfliegen. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz zum Landen. Denke ich mir jetzt einfach. Oh, der war ein bisschen kurz. Der war ein bisschen kurz, aber... Ja, bleib. Sit! Ja. That's a head scratcher, that approach shot from relatively close in. I would have been looking at 10 to 15 feet. Now this for another birdie. So, das ist jetzt natürlich schon eine stramme Entfernung, 48 Fuß, und man sieht es wieder, der Marker ist hinterm Stock. Das heißt, generell müsste es ein kleines bisschen, es geht glaube ich erst ein bisschen hoch, dann wieder runter und dann wieder hoch, runter. Naja, okay. So, also 48. 48, vorhin sind wir wieder drüber gelaufen. So, das heißt, jetzt gehen wir mal ein bisschen nach innen. Und schauen mal, ob das passt mit 48. Ja, so. Ja, da war jetzt ein bisschen wenig Fahrt drauf. Das heißt, er bricht zu früh nach links. That one just lacking a little bit of pace, but not bad at all from there. So, und ihr wisst ja, was schließlich Schweizer Wissenschaftler festgestellt haben, dass 99% aller zu kurz gelassenen Putts einfach nicht fallen, und der gehört ebenfalls dazu. Diese Erkenntnis haben wir jetzt daraus gewonnen, aber... Das macht mich schon wieder nervös hier. Das macht mich etwas nervös. Just a tap in there for par at the ninth. Aber wir haben wieder eine blitzsaubere Frontline. Ja. As we begin the backside here at St. Andrews, you can really feel the history. This hole named in honor of the legendary Bobby Jones, who won the 1927 Open and the 1930 Amateur. Obviously, 1930 was his Grand Slam year. He retired, by the way, at the age of 28. And then founded and built with Alistair McKenzie Augusta National. So a little bit of history lesson as you play this 340-yard par 4 10th. Ja, Freunde, also das waren die Front 9 in St. Andrews hier bei der Amateur Championship. Und wir befinden uns in Schottland und jetzt, um genauer zu sein, auf der 10. Und das bedeutet, da wir ja immer die Front 9, Back 9 getrennt spielen, dass es für diese Videosession jetzt erstmal war. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Einblick bekommen, wie man ein bisschen strategisch Golf spielt, ein bisschen vorausschauend Golf spielt. Und ihr nehmt vielleicht ein bisschen was für euer Spiel mit. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir gucken nochmal aufs Leaderboard. Also blitzsauber mit 6 Birdies und 3 Bogies. Und 3 Pärchen, Gott behüte. Und wir sind also absolut toll im Rennen, denn es sieht so aus, ja, minus 15 und minus 3, 12. 12 Schläge Vorsprung, das ist hervorragend. Die Cut-Linie liegt immer noch bei plus 6. So, an der Stelle darf ich mich wie immer recht herzlich bei euch bedanken. Natürlich auch für die neuen Abonnenten, für die Abos, die ihr da gelassen habt. Ich heiße euch recht herzlich willkommen hier auf dem Kanal, und ich bedanke mich auch für eure vielen, vielen, vielen Kommentare, die ich auch gerne lese und wenn mir möglich auch diese gerne beantworte. Aber seht es mir mal nach, wenn vielleicht doch mal der eine oder andere durchflutscht. Ja, und natürlich für eure Däumchen. Ich sage recht herzlichen Dank, wünsche euch an der Stelle weiterhin ein schönes Spiel und wir sehen uns zum nächsten Video, den Back 9.